Im Sommerhaus der Stars überschlagen sich die Ereignisse. Einigen der Promis im Haus wird vorgeworfen, dass sie ihre Mitkandidatin Eva Benedetto mobben und ausgrenzen. Auch die YouTuber Lisha und Lou müssen viel Kritik einstecken. Sie wehren sich aber und werfen dem Sender RTL vor, die Show bewusst so zu schneiden, dass ihr Verhalten wie Mobbing wirkt. Szenen, die Eva schlecht aussehen lassen, würden rausgeschnitten. In ihrem neuen YouTube-Video äußern sich die beiden zu einem Ausraster von Lisha, der in der Vorschau von Folge 9 zu sehen ist. Lisha erklärt, sie sei ausgerastet, weil Eva rufschädigende Aussagen über andere Promis gemacht habe. Dieser Ausraster hatte auch damit zu tun, dass in Folge 8 etwas passiert ist, was natürlich wieder rausgeschnitten wurde. Denn Eva hat über 7 Promis so ekelhaft abgelästert. Drogenjunkies hat sie enthüllt, Fremdgeher hat sie enthüllt, aber auch das wurde nicht gezeigt. Lisha und Lou erklären, dass sie in Oliver Pochers Podcast über diesen Vorfall und ähnliche Enthüllungen sprechen. Der Podcast soll noch diese Woche veröffentlicht werden.